In diesem Abschnitt möchte ich jetzt noch ein paar Möglichkeiten nennen, um Schleifen abzubrechen, sowohl gänzlich abzubrechen, als auch nur in dem jeweiligen Durchlauf die Bearbeitung abzubrechen. Die beiden Schlüsselwörter sind Break und Continue und hier zunächst erstmal das Break. Das Break bedeutet, dass wir, wenn wir in einer Schleifenausführung darauf treffen, die gesamte Schleifenausführung innerhalb dieser aktuellen Schleife abbrechen. Wir sehen hier im unteren Bereich, dass wir eine Vorschleife aufgebaut haben, wieder mit einem Counter und mit einer Bedingung und einem Inkrementieren am Ende jedes Schleifendurchlaufs. Und prinzipiell wird das genauso gemacht wie zuvor. Es wird der Wert des Counters ausgegeben. Und danach möchte ich jetzt prüfen, ob ich für den Counter vielleicht einen bestimmten Wert überschritten habe. Sie sehen hier, wir brechen mal lieber ab, wenn der Counter größer als 1000 erreicht wurde. Dann heißt es also, 1000 wird noch gestattet, aber 1001, das ist dann für diese Ausführung zu groß und damit soll hier mit dem Break abgebrochen werden. Wenn man also hier in dieser Ausführung dazu kommt, dass Counter einen bestimmten Wert überschritten hat, dann würde hier dieses Break wirksam werden. Und mit diesem Break wird die Schleife, innerhalb der wir uns befinden, abgebrochen. Das heißt, diese Vorschleife wird abgebrochen. Das Break wirkt sich auf diese Vorschleife aus. Die Vorschleife wird beendet und in diesem Fall hier wird das ganze Programm beendet. Wenn es jetzt so wäre, dass wir hier um diese Vorschleife herum noch eine weitere Vorschleife oder eine While-Schleife hätten, dann wird diese äußere nicht davon betroffen. Es wird von diesem Break nur die nächstinnere liegende Schleife für den Abbruch dann markiert und tatsächlich auch abgebrochen. So, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, einen einzelnen Durchlauf vorzeitig zu beenden. Das heißt, wir möchten nicht die ganze Schleife beenden, sondern wir möchten nur sagen, springe mal in diesem Durchlauf bis zum Ende. Das können wir mit dem Konstrukt Continue machen. Und Sie sehen, hier ist wieder die gleiche Schleife aufgebaut. Also ein Counter wird hochgezählt, solange er kleiner als die Eingabe ist. Und inkrementiert wird am Ende jedes Schleifendurchlaufs. In diesem Fall möchten wir jetzt hier ein Continue durchführen, also zum nächsten Schleifendurchlauf gehen und den weiteren Bereich auszuführen. Wenn wir auf ein Modulo-Ergebnis, Modulo 2, gleich 0 treffen. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben eine ganze Reihe von Zahlen und Sie machen für jede Zahl die Modulo-Operation, Modulo 2, dann würde ein Ergebnis 0 bei allen geraden Zahlen auftreten. Also bei der Division durch 2 bleibt ein Rest von 0, nur bei geraden Zahlen. Das heißt, wenn wir hier bei unserem Counter bei der beispielsweise zweiten Ausführung einen Wert von 1 haben, ja, wir haben ja vielleicht schon einmal inkrementiert, haben dann den Wert von 1, gehen hier nochmal in die Ausführung rein, dann würden wir hier prüfen, ist die Operation Counter Modulo 2 mit einem, wird ein Ergebnis von 0 zurückgeliefert? Falls ja, dann wird die Schleifenausführung abgebrochen. Wenn wir jetzt in dem Counter einen Wert von 1 stehen haben, dann ist das nicht der Fall, dann wird die Modulo-Operation mit einem Rest von 1 beendet. Und dann kommen wir also hier nicht in das Continue rein, würden die Ausgabe durchführen und würden dann zum nächsten Schleifendurchlauf gehen. Dann kommen wir zum Wert Counter gleich 2. Modulo 2 ergibt das Ergebnis 2, Entschuldigung, das Ergebnis 0. 2 Modulo 2 ist 0, es bleibt kein Rest bei der Division durch 2. Und das heißt, dass wir jetzt hier in diese Ausführung eintreten. Und hier steht innerhalb der Bedingungsprüfung als Rumpf ein Continue. Das heißt, wir würden hier diesen Durchlauf
abbrechen, aber beim nächsten Schleifendurchlauf wieder einsetzen. Und nächster Schleifendurchlauf heißt jetzt bei einer While-Schleife, dass wir auch zuvor den Counter nochmal um 1 erhöhen. Also dieses Counter plus plus, das führen wir aus, bevor wir tatsächlich hier in die nächste Ausführung eintreten. Und im rechten Bild ist mal eine Kommandozeilenausgabe dargestellt für diesen Programmteil und ganz konkret für diesen Programmteil hier mit dem Continue und dem Break. Also hier das Continue, was im Wesentlichen zum Tragen kommt. Wir haben ja den Counter, der wird von 1 nach oben gezählt und Sie sehen, dass die 2 nicht enthalten ist, dass die 4 nicht enthalten ist, die 6 nicht und die 8 nicht. Warum? Wenn wir den Counterwert von 2 haben, wird hier die Modulo-Operation zu dem Ergebnis 0 kommen und es wird das Continue durchgeführt. Das heißt, dieses Printf wird nicht erreicht für den Counterwert 2. Beim Counterwert 4 genauso, 4 modulo 2 ergibt den Rest 0 und damit haben wir dann hier das wirksam wird und das Printf wird also hier nicht durchgeführt. Genauso für alle anderen geraden Zahlen. So, ich möchte jetzt noch abschließend etwas sagen zu der Frage, ob For- oder While-Schleife besser ist. Und das kann man eigentlich nicht nur schwer generell so beantworten. Wir haben die verschiedenen Möglichkeiten, Schleifen zu formulieren. Und da sehen Sie hier nochmal im Vergleich, was die wesentlichen Eigenschaften sind. Also, gerade haben wir die Vorschleife besprochen, da haben Sie gesehen, das Initialisieren passiert am Anfang und diese Anweisung am Ende jedes Durchlaufes, also hier genannt Schrittanweisung, das, was wir mit dem Inkrementieren gemacht haben, das passiert nach jedem Durchlauf. Und die Bedingung wird genauso festgelegt und auch bei jedem Durchlauf geprüft. Die Vorschleife verwendet man meistens dort, wo man eine vorhersehbare Anzahl von Durchläufen hat. Also beispielsweise, wenn man eine Liste hat mit einer bestimmten Anzahl von Elementen und möchte alle Elemente durchlaufen, dann durchläuft man die Liste genauso oft, wie man Elemente in der Liste vorfindet und arbeitet damit jedes Element ab. Die Vorschleife auf der anderen Seite, die trägt nur eine Bedingung im Schleifenkopf und man muss sich um die Schrittanweisung, also das Inkrementieren, selbst kümmern. Man muss sich selbst darum kümmern, um nicht in eine Endlosschleife zu kommen, also hier nicht die Schleife endlos auszuführen, weil vielleicht die Bedingung aufgrund des nicht inkrementierten Counters niemals mit falsch bewertet wird. Genauso müssen wir auch das Initialisieren außerhalb dieses Schleifenkopfes machen, nämlich vor der While-Schleife. Da müssen wir unseren Counter beispielsweise auf 0 setzen, um mit einem definierten Startwert zu beginnen. Und man kann sagen, dass man meistens solche Schleifen nutzt, wenn man keine vorher absehbare Anzahl von Durchläufen hat. Also wenn man irgendwie eine mehrfache Ausführung hat und wenn mit der Ausführung sich bestimmte Zustände innerhalb der Anwendung ändern und wenn diese Zustände vielleicht dazu führen, dass eine Bedingung, die für diese Wiederholung notwendig ist, falsch wird. Und wenn diese Bedingung dann irgendwann falsch wird, dann wird diese While-Schleife abgebrochen, weil die Bedingung im Kopf der While-Schleife auch entsprechend formuliert ist. Ja, und die Do-While-Schleife ist ganz ähnlich wie die While-Schleife, nur dass bei der Do-While-Schleife am Anfang eine Ausführung des Blockes auf jeden Fall durchgeführt wird und der Bedingung findet sich am Ende. Ansonsten müssen Sie sich auch um die Initialisierung bei der Do-While-Schleife kümmern und um die Inkrementierung eines Counters müssen Sie sich genauso kümmern. Als pragmatischer Hinweis vielleicht könnte ich Ihnen hier mitgeben, dass Sie prinzipiell natürlich beliebig wählen können und dass Sie aber vielleicht nach dem Schleifentyp schauen,
der für die Lösung die beste Lesbarkeit erzeugt. Also beispielsweise in einer Vorschleife könnte es sein, dass Sie dort gleich sehen, wie oft ausgeführt wird. Und das ist in einer Vorschleife relativ gut sichtbar. Die Y-Schleife vielleicht dann, wenn die Bedingung sich während der Ausführung ändern kann, auch wenn nicht unbedingt die Anzahl vorher absehbar ist. Gut, so viel zu dem Abbrechen von Schleifen mit Break und Continue und zu dem Vergleich zwischen For- und While-Schleife.